Frisch geputzt habe ich hier so eben meinen Bildschirm, denn der war ziemlich verdreckt. Und jetzt kann ich auch alles sehen und auch hier losstarten, hier ins Getümmel. Und mal schauen, wie viele Kämpfe hier ich meistern muss. Keine Ahnung, ich bin da jetzt, sage ich mal, ein bisschen auf ja, Abstand. Denn ich weiß nicht, ob ich hier unendlich Kämpfe machen muss. Mal schauen. Ich bin mal ein bisschen... was ist das denn? Ich lasse mich da ein bisschen überraschen. Da standen doch zwei Leute, oder nicht? Oder einer, oder... Ich habe Füße gesehen. Doch. Das sind dann die ersten Kämpfe hier. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert überhaupt. Also unten auf jeden Fall kann man sich... Ja, die bestimmten Pokémon rausfischen. Oh, Batterie lässt nach. Einfach ignorieren, denn Netzteil ist dran. Und mein 3DS ist leider leer. So, gut. Ja, ich würde mal sagen... Ja, doch, ich sprich die einfach mal an. Vielleicht wollen die schon was. Ich schaue mir hier meine Freundin bloß die Kämpfer an. Ach so, okay, dann bist du eben ein Zuschauer. Was? Wie bitte? Ich soll dir die KP deines Pokémon-Teams wiederherstellen? Tut mir leid. Aber wie du siehst, habe ich heute meinen freien Tag. Ja, sobald ich das Pokémon-Center verlasse, bin ich eine Frau wie jeder andere auch. Bei mir hat sich über die Woche jede Menge Stress angestaut, musst du wissen. Und für mich gibt es nichts Besseres, um Stress abzubauen, als sich Kämpfe anzugucken. Ja, das ist bei mir genauso. Dann gehe ich einfach und schaue mir Klitschko an. Ja, dann durch die Tür hier, oder? Ich verstehe das Prinzip hier gerade nicht. Geht nicht. Hallo? Seufze, ich stehe nur auf die Himmelskämpfe zur Verfügung. Ja, das ist alles uninteressant hier. Hier will keiner was. Ja, ich muss bestimmt hier unten jemand ansprechen. 100%. Geh mal weg. Das geht ja nicht einfach, geh mal ins Haus rein und kämpf gegen Leute. Sondern man muss hier bestimmt Leute ansprechen. So. Nein, ich habe kein Ergebnis. Wie soll ich was einsehen, wenn ich überhaupt kein Ergebnis habe? Herzlich willkommen. Ja. Ja, genau. Musik ändern. Ja, ich habe jetzt Musik 2 genommen. Ich weiß gar nicht, was Musik 2 ist jetzt. Und ob das überhaupt hier sich geändert hat, glaube ich auch ja nicht. So, Herausforderung annehmen. Ja. Einzelkampf, Doppelkampf, Dreierkampf, Reihumkampf, Multikampf. Also das hier auf jeden Fall nicht. Reihumkampf, ne? Also das auf jeden Fall nicht. Das ist irgendwie... Ah, das ist einfach nur Kacke. Keine Ahnung, wie sich so ein Kacke reingezogen hat. Sorry. Ich nehme Einzelkampf zum ersten. Teilnehmen. Und dann später gucken, vielleicht nehme ich mir auch einen Doppelkampf oder so ein Kram. Man weiß ja nicht. So, ja, nehme ich an. Mein Team ist mein Team. Teilnehmen. Nummer 1. Achso, ich muss das jetzt ein bisschen vergeben. Okay, gut. Ja, ich mache das so, wie es hier ist. Achso. Aha. Ja. Mist. Aber Glurak möchte ich schon dabei haben. Ja gut, ich lasse das mal so. Das sind ja keine Profis, gegen die ich jetzt gleich antrete. So, die drei nehme ich. Ja, ich möchte das Spiel speichern. So, dann kannst du ja gleich losgehen. Also los, auf in den Einzelkampf. Und vergiss nicht, hier wird in Serie gekämpft. Ach so. Dann kommen die runter zu mir und dann kämpfe ich immer hier, oder was? Na gut, dann schaue ich mir das mal an. Dann dürfte die aber auch nicht mehr als 3 Pokémon haben, oder? Ja. Dann passt das hier alles. Ach so, ich muss 3 Kämpfe... Ne. Ach so, ich muss hintereinander gewinnen. Sozusagen. Und wie ich das in den letzten Kommentaren gelesen habe, 10 Kämpfe reichen da aus. Ah, mein lieber Scholli, 10 Kämpfe, da bin ich bis morgen hier beschäftigt. So, Blättertanz. Ist ziemlich schlecht jetzt für das Pokémon, glaube ich. Ja, war ja klar. Ist auch Pflanze oder irgendwie sowas.
Insekt, Pflanze, keine Ahnung. Ja, das wird jetzt bissen. Okay, gut, das Ding zieht ja auch nichts ab. Ich hoffe mal, die Gegner sind einfach. Und das sind die auch. Ich denke mal nicht, dass das wie bei der... Oh, ich habe den Namen schon vergessen. Die Hunter oder Diamta. Diese, die letzte... Ja, ich bin jetzt der Champ, aber sie war die Champion-Frau. Und ja, sie war aber ziemlich stark. Muss ich ihr lassen. Also, so einfach war das auf jeden Fall nicht. Kann ich nicht auf meinen Beutel zugreifen, oder was? Ist ja krass, ich kann meinen Beutel nicht auswählen. Habe ich jetzt gerade gesehen. Theoretisch könnte ich hier Felinara einsetzen und einfach Felinara wird die alles einfach wegrocken. Das Problem bei Felinara ist einfach nur, sie hat nicht so viele Attacken. Das heißt, 20 Mal irgendwas einsetzen, dann ist die Attacke weg und ich kann sie nicht aufrüsten, die Attacke, weil mein Beutel nicht funktioniert. Aber das Viech ist jetzt schon mal down. Oh, das ist eine gute Kombi. Hier. Geht nicht. Ja, das ist ja mal krass. So, dann setzen wir hier Blättertanz ein, denn das ist... Oh, komm schon. Jetzt ist er verwirrt. Das hasse ich bei Bisaflor. Das ist einfach nur scheiße, dieses Verwirrungsgedöns. So, perfekt. Jo, erste Runde bestanden. Boah, ich muss hier doch keine 10 Runden machen. Da bin ich ja bis morgen dran. Um irgendwie... Ich habe da irgendwas in den Kommentaren gelesen. Da war ich auf der Arbeit. Konnten wir es nicht genau lesen. Ich müsste da 10 Kämpfe machen, um mit der Story irgendwie weiterzukommen. Ne? Keine Ahnung. Ja, möchte ich weiter. Was? Ich kann ein Video machen? Stand da irgendwas über ein Video? Ja, schade, ich kann nicht mal hochgehen. Das ist ja kacke. Ich muss jetzt mal hier rumgammeln auf dieser Plattform. Bewegen tue ich mich da null. So, auch 3 Pokémon. Okay, ich denke mal, alle haben hier 3. Okay, Mascholo. Bisaflor. So, ich setze aber jetzt am besten mal Felinara mal ein bisschen. Weil man weiß ja nie, ob später irgendwelche starken Wasser-Pokémon... Was? Ah, ne, Quatsch. Ist ja Quatsch, was ich erzähle. Bisaflor war wieder voll geheilt. Oh Mann, da ist das ja ultra easy. Kann ich ja hier schlafen dabei. Ich dachte, man muss 10 Kämpfe ohne sich heilen irgendwie sich da durchkämpfen. Das wäre ja schon ein bisschen... Joa, kniffelig, sag ich mal, auch wenn die Gegner schwach sind, weil Schaden machen die so oder so. So, Zauberschein. Bäh. Sehr schön. Und auf Wiedersehen. Ah, das ist eine Attacke. Eigentlich könnte ich das mit Felinara hier rocken. Ich glaube, ich mache das auch. Ich halte mich hier nicht zu lange auf, denn das sind keine wichtigen Kämpfe oder sonst was. Einfach hier mal durchrushen, einfach, dass man mit der Story mal weiterkommt. So, komm. Bäm. Zack, das tut einfach weh, das sehe ich schon. Das tut einfach weh. Oh, Felinara ist schon ein krasses Viech. So, du setzt Brokkoli ein, ich setze Felinara ein. Ja, aua, 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 das hat, das hat echt viel abgezogen. Tschüss. Das tut weh, wa? Tja. Ja, hätte ich Felinara in der ersten Position reingemacht, also, naja, ist ja auch egal. Wenn jetzt ein Wasser-Pokémon kommt, dann ist das ja gar nicht mal so schlecht. Kann ich... Ah, doch, die hielt mich. Das habe ich gerade eben nicht gehört. So, weil ich immer laber, ne? Nächster Kampf. So, Safari-Zone, genau. Wollte ich nochmal sagen. Ja, da war wieder Sakati erstmal ein bisschen zu voreilig, denn ich habe einfach den Text mal durchgerusht und habe jetzt nicht mal richtig gelesen, was da stand. Ja, ist manchmal so, da hat man... Kein Bock, so einen Text zu lesen. Dann sieht man einfach ein paar Bildchen und bildet sich selber das was. Aber dafür zum Glück habe ich euch. Und ihr weist mich da richtig in die richtige Richtung, weil man kann in die Safari-Zone gehen, auch alleine. Nur das mit diesen Freunden und Gedöns, da stand da jetzt halt. Aber man kann da auch, sage ich mal, problemlos reingehen. Man ist da nicht auf andere angewiesen. So, damit zu der Safari-Zone. So, jetzt nochmal Blättertanz. Und das war's mit dir. Erst Pokémon ist auch cool, aus der ersten Generation. Ich fand das schon ein bisschen von den Elektro-Pokémon eigentlich, ja, einer der besten. Also, doch, eigentlich schon. Also, Pikachu, ja, cool, ist auch, ja, ist, aber Magneton war schon cool. So, Pokémon wechseln. Ja, was ich mir überlegt habe, ist, ich werde hier Pikachu den Donnerstein geben.
ne? Weil ich wette, das Spiel, sag ich mal, ist ja eh fast vorbei und ja toll, dann ist mein Pikachu Level 60, hat einen Donnerschein, ist ja auch nicht so schlimm. Dann sieht man halt, wie so ein Raichu aussieht, ist ja auch nicht so verkehrt. Deswegen werde ich es ihm schon beibringen. Und dann, ja, wie gesagt, bei Pokémon X mal schauen, ne, was für Pokémon ich da einsetzen werde. Ich habe da schon mir einen kleinen Plan ausgedacht, die Tage lang. Weil da muss man ja schon, sag ich mal, ich will es ja schon ein bisschen auf professionelle Basis zocken, das Spiel. Und nicht einfach durchrushen oder sonst wie. Mache ich generell nicht, aber... Ach komm. Jetzt bin ich eingepennt hier. Ich rede und Felinara pennt einfach rein. Ne? Naja, Fakt ist, wird auf jeden Fall spannend sein, deswegen schön dranbleiben. So, Felinara. Ärger mich jetzt nicht. Mach die Augen auf! Die pennt einfach. Ne? Das Viech pennt einfach. So. Oh Mann, komm. Ich glaube, von diesem Viech gibt es doch eine Weiterentwicklung. Das ist aus der Silber-Edition. Aus der zweiten Generation. Silber-Edition. Die zweiten Generation. Hört sich viel besser an. So, tschüss. So. Mal schauen, mal schauen. Oh, schon wieder so ein Furzteil da unten. So klein. Das Viech. So, Zauberschein. Extra für dich. Käferbiss. Statt der Käferbiss? Ich denke mal schon. Irgendwas mit Biss. So, erstmal mit weg mit dir. Danke, danke und tschüss. So, das war der dritte Kampf. Jetzt brauche ich noch... Boah, 8 Kämpfe. Ich kipp hier gleich um. Ich kann mein Team auch nicht wechseln. Also was heißt wechseln? Mal die Reihenfolge ein bisschen ändern. Und wenn ich jetzt abbreche... war's das? Kampfvideo speichern. Weiter! Ist ja cool, dass man das echt speichern kann. Ob man das ganze Video dann sieht, weiß ich jetzt nicht. Aber ist schon cool, auf jeden Fall. So, die gleiche Person tritt nochmal gegen mich an. Weil es so schön war. Aber ich mach's sie auf jeden Fall nicht so einfach. So, das ist doch mal eine gute Kombi. Dann machen wir da direkt was Schönes draus. Und zwar mal was ganz Neues, Blättertanz, also die neueste Attacke, die ich jetzt zurzeit habe. Das setze ich auf jeden Fall ein. Oh, fiese Attacke, aber von Design her geil. So, und tschüss mit dir. Jo, das war's. Dann wechsle ich direkt mal auch. Und zwar, Moment. Was kommt jetzt? Ich will mich jetzt nicht aufhalten zu sehr. Ach, ich sehe gerade. Das ist ja wie im Online-Kampf hier gerade. Ich sehe gerade, die Levelunterschiede sind alle 50. Ich war ganz am Gedanken, dass mein Bisaflor 70 ist und das Viech 50 ist. Deswegen ist das so einfach, aber er ist auch 50. Und trotzdem ist der Gegner so schwach. Oh je, sind ja noch untrainierter als ich mit meinen Viechern hier. Oh, komm schon. Kotz dich selber mal an. Das Viech kotzt mich einfach eiskalt hier an. Oh, komm jetzt. Weg mit dem. Zack. Tschüss. Passt. So, jetzt noch eins, oder? Ich glaube schon. Wieso fragt er mich einfach nicht, dass ich wechseln will? Das ist auch dieser Online-Kampf-Kack-Modus, ey. So. Das sind halt andere Regeln, ne? Und mit einer anderen Regel muss man halt klarkommen. Deswegen wundere ich mich, warum ich nicht Felinara schon ausgewählt habe. So, jetzt. Komm, Quaiute setz ich einfach für den Gnadenstoß. Einfach für den Gnadenstoß. Komm. Halte durch. Quaiute. Doppelteam. Ich sehe dreifach. Und nicht doppelt. So. Hydro-Pumpe extra für dich. Setze ich mal die beste Attacke, die ich jetzt hier gerade so parat habe. Für dein jämmerliche 10 KP, die du dann auch hast. Und das war's mit dir schon. Ne? So, und das war's. Okay, vierter Kampf war das jetzt. So, Sakati hält ein GP. Was auch immer das sein soll. Ich habe jetzt davon 4 Stück. Was? Auch fünfter Kampf schon? Ah ne, das war ja vierter. Ich bin jetzt im fünften, genau. So. Hallo, kleiner Junge. Von unserem Kampf sollten wir uns einander zumindest vorstellen. Ich bin Zakadies und du bist... Na, wer bist du denn? Schüler Johann.
Ja, hallo Johann. Wir lassen uns jetzt echt mal... Oh, der setzt wieder... Ist das jetzt ein Witz hier oder was ist hier los, Mann? Es kann doch nicht sein, dass die ganze Zeit dieselben Pokémon einsetzen. Ja gut, ich mach das ja auch. Aber es kommen ja immer andere Gegner oder sonst wie. Aber das ist ja mal voll öde. Kann sein, kommen dieselben Gegner. Ich dachte, jetzt kommt hier mal ein bisschen Abwechslung und mal ein bisschen legendäre Pokémon oder sonst was. Ja, okay, das wäre schon ein bisschen übertrieben. Aber trotzdem, immer dieselben hier ist ja schon ein bisschen öde. So, Felinara. Der will's wissen. Mit Zauberschein, komm. Silberblick war das, glaube ich, oder? Ja. Komm, Hutruf. Nicht schüchtern sein. Perfekt. So, eine News habe ich noch. Die lasse ich extra so ein bisschen am Rande, ne? Also am Ende von einer Sendung, dass man nicht direkt ausschalten muss, ne? So, und zwar ab Freitag habe ich Urlaub. Das heißt, mehr Zeit für Videos, mehr Zeit für alles. Und deswegen habe ich auch alles auf Februar geplant, wie ich im Video erwähnt habe, das mit Pokémon etc. Denn da habe ich halt mehr Zeit. Und wegen der Arbeit ist das dann immer so eine Sache, da ist man müde, dann hat man keinen Bock und ja, dann kommt noch der Sport dazu. Dann hat man so wenig Zeit, dann geht das gar nicht. Deswegen ab Februar, ja, ist eigentlich gar nicht mal so verkehrt, aber ab Freitag habe ich Urlaub. Und ja, dann wird es auf jeden Fall so sein, dass jeden Tag irgendwas kommt. Oh, und ich bin jetzt mit Felinara down. Auch mal schön. Was kommt, wie gesagt, wird er dann sehen. Von der Reihenfolge auch. Da bin ich jetzt noch ein bisschen am Spekulieren. Aber sonst wird das auf jeden Fall sehr interessant sein. So, tschüss. Perfekt. Ja. So ist das. Und ich muss mit Zelda ein bisschen weitermachen, denn mit Zelda habe ich mal da rapide irgendwie mittendrin aufgehört. Nicht, weil ich keinen Bock habe. Es lag einfach nur daran, wegen dieser YouTube-Richtlinie. Also, die wurde ja irgendwie komplett verändert. Man hat keine Lizenz mehr auf Nintendo, habe ich, wie gesagt, alles schon erwähnt und so ein Kram. Deswegen ist das alles ein bisschen so, ja, runtergelaufen. Also, irgendwie stehen geblieben, auf Eis gelegt oder sonst wie. Deswegen ist das schon ein bisschen... Alter Schwede, jetzt habe ich aber ein Problem. Jetzt darf ich nicht mehr reden. Wie geht das denn? Wie können die so auf einmal so stark sein, die Viecher? Die waren doch die ganze Zeit so normal und jetzt rocken die hier richtig die Bude oder was? So, Hydro-Pumpe, mach mal das Viech mal weg. So, weg mit dir, tschüss. Scheiß Viecher, ich glaube, die werden immer stärker, oder? Das ist sowieso mein Hassviech hier, dieser Vogel da, das macht so einen abnormalen Schaden mit so einer Attacke.